Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Ey Jungs, es tut mir leid, dass die Reaction jetzt ein bisschen später kommen. Wir waren die ganze Woche von Mittwoch bis Montagabend unterwegs, Digga. Deswegen konnten wir leider nicht auf das Maestro-Video reagieren. Leute dachten, wir haben Angst, Digga, irgendwie auf ABK zu reagieren, was Negatives zu sagen oder so. Chillt mal ein bisschen, Jungs, ja. Ich bin weder mit ABK verschwägert, noch mit Maestro irgendwie. Also ich kenne beide nicht persönlich, Digga. Deswegen juckt mich das auch gar nicht so krass. Ich sage einfach meine ehrliche Meinung, was ich darüber denke, was Maestro jetzt sagen will. Ich habe ja auch immer gesagt, dass ABK voll unnötig gegen Maestro schießt, weil ich auch Maestro als eine sehr coole, interessante, entspannte Person empfinde. Ne? Also sein Internetauftreten war immer voll entspannt so. Aber wir gucken, was er jetzt gemacht hat, Digga. Ne? Er hat ein 45-Minuten-Video gegen ABK gedroppt. Ne? Wir gehen auf das Video ein, gucken uns das Ganze jetzt an. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Benachrichtigung. Wir gehen rein. Maestro, let's go. Maestro hat auf seine Auszahlung gewartet und Preuß kauft für andere Leute ein. Sag direkt Name. Maestro zum Beispiel. Wie Maestro oder ein Abu Chulo, die doch immer so Moralapostel sind im Internet. Wo der doch Mois Hype hatte, wie arrogant der war. Der war richtig, richtig eingebildet. Mois zahlt gleich für mich. Maestro kommt dann abholen. Finanzwissen to go, YouTuber. Assalamu alaikum, meine lieben Freunde. Das Ganze ist los. Was geht ab, meine Freunde? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns seit ein paar Wochen nicht gesehen. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten in Vollzeit und habe mich zurückgenommen, habe mich zurückgezogen, habe ein bisschen Distanz gewonnen von dieser ganzen Internetgeschichte, habe ein bisschen nachgedacht, bin ein bisschen zu mir gekommen, werde auch weiterhin ganz normal arbeiten gehen und habe mich heute entschieden, mich mit einer Sache an euch zu wenden, die mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen liegt und die ich die ganze Zeit eigentlich schon ansprechen wollte, klarstellen wollte, aber es war einfach phasenweise auch einfach zu viel für mich und ich wollte einfach nur Abstand gewinnen, denn heute geht es um ABK. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen, seit über einem Jahr ist ABK permanent in meine Richtung am Provozieren und am Sticheln. Nicht nur das, der lügt auch öffentlich. Er erzählt Dinge, die offensichtlich gelogen sind, wo er auch weiß, dass es anders gewesen ist und versucht mich einfach um jeden Preis im Internet schlecht zu machen. Oh, das ist natürlich sehr schlecht. Bin ich gespannt, was der Maestro alles aufdenken wird, ne? Wo ABK gelogen hat über ihn. Aber es wird nicht nur gelogen, provoziert, beleidigt, in meine Richtung geschossen, nein. Es werden noch Freunde verkauft für Geld. Empfehle ich euch meinen Partner Explore Sports. Ist Z-Max der neue Sammy? Ja, nur halt ohne Hintergedanken. Und genau solche Menschen sind der harte Worte, Digga. Grund, warum das Internet meiner Meinung nach so ein ekelhafter Ort ist. Vorab einfach nur als Info für euch. Dieses Video geht ein bisschen länger. Und ich werde hier, so gut es geht, aus meinen Erfahrungen und aus den Chats, die ich habe und sonst was, euch zeigen, was passiert ist in der Vergangenheit, damit ihr auch versteht, warum ABK die Worte gewählt hat, die ich euch vorhin eingeblendet habe. Als erstes möchte ich euch zeigen, was ich damit meine, dass ich sage, dass er gelogen hat. Offensichtlich gelogen hat. Weil das eine der Sachen ist, was mich am meisten gestört hat, was mich am meisten noch getroffen hat, warum ein Mensch das nötig hat, sowas zu machen in der Öffentlichkeit. Ich blende euch mal den vollen Clip ein, was er vor kurzem gesagt hat, warum er die ganze Zeit gegen mich schießt. ABK, hast du mitbekommen, dass Leute sich aufregen, dass du gegen Maestro und Mert schießt? Bruder, viele wissen gar nicht, wie Maestro damals auf mich reagiert hat, ne? Wo der noch Mois Hype hatte, wie arrogant der war. Da hat auf ein Video damals von mir reagiert, der Maestro. Meinte, was ist das denn? Wie unlustig ist der denn? Voll das Scheißvideo. Und daraufhin habe ich mir den damals gemerkt. Und dann. Ah, okay, krass. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, um ehrlich zu sein, dass ABK deswegen so abgefuckt auf Maestro ist. Das wusste ich nicht. Ich fand auch immer seine Schüsse gegen Maestro voll unnötig, Digga, weil der arme Maestro, er hat doch nichts gemacht, ja. Er war nur am Chillen, Digga, er hat doch keinen beleidigt oder so, nichts. Irgendwann kam da mit Sammy in Kontakt und dann hat Sammy gesagt, ja, ey, der ist doch eigentlich voll nett, aber das war dann zu der Zeit, wo nicht mehr lief bei Mois, wisst ihr? Aber zu der Zeit, wo Mois noch richtig Hype hat. Also will er damit sagen, Maestro war richtig abgehoben und dann, wo nicht mehr Hype war, Digga, war er normal, oder was? Und Maestro so mit dem war der... Aber man muss sagen, sowas gibt's halt wirklich, ne? Es gibt solche Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob Maestro wirklich so war, aber es gibt sowas hundertprozentig. Auch schon solche Leute kennengelernt. Lupe, immer mit so ja, Zigarette, Sonnenbrille. Genau, genau. Der war richtig, richtig eingebildet und hat da so richtig abwertend auf ein Video von mir reagiert, der Maestro. Und plötzlich, irgendwann Jahre später, wo das mit Mois vorbei war, kam der dann auf mich zu. Ja, jetzt kam die Psychose. Ja. Darfst du nicht vergessen. Dann, genau. Hat er zum Islam gefunden. Ja, sag mal. Ding, wie heißt das?
So, ich habe nichts mehr mit Problemen zu tun und so weiter. Ja, ja. Wer soll den dann noch beschützen? Die hatten ja keinen Rücken mehr. Das ist das, das ist das. Ja, das habe ich auch im Video gesagt. Und das ist einfach eine glasklare Lüge. Und ich zeige euch auch, warum das eine glasklare Lüge ist. Er sagt, ihr wisst gar nicht, wie ekelhaft Maestro damals auf mich reagiert hat. Ich habe ihn mir gemerkt. Also er sagt, ich habe auf ihn negativ reagiert, als wir ganz viel Hype hatten. Und ich war ja so arrogant und ich habe so schlecht auf ihn reagiert. Und er hat sich gemerkt, dass ich das getan habe. Und Jahre sind vergangen und irgendwann lief nicht mehr. Ich war so am Arsch und ich bin wieder angeschissen gekommen. Aber dann war schon zu spät. Er hat sich die Sache gemerkt von damals. Und jetzt sage ich euch, wie es in Wirklichkeit war. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass wir 2020 ungefähr unseren Peak unserer Hype-Phase hatten. Wir haben teilweise jeden Tag Videos hochgeladen. Digga, die haben 3 Videos am Tag hochgeladen. So geisteskrank war bei denen, ne? Also so wie bei Mois früher lief und, okay, Mois war auch ein Teil, war geisteskrank, ehrlich. Die knapp 1 Million Klicks gemacht haben. Manche mehr, manche weniger. 700, 800, 900.000, 1,2, 1,3 Millionen. Also wir hatten wirklich... Und ich schwöre, wenn du dann irgendwann abstürzt, Digga, und nicht mal 50.000 Klicks machst, du kriegst irgendwann einen Moralschaden, ne? Du siehst, eine Zeit lang haben Videos von dir 700, 800.000 Klicks nach einem Tag und dann irgendwann kommt eine Phase, da hast du in einem Tag 50.000 Klicks. Bro, da kriegst du Knacks, 100%. Ich sehr viel Hype. Und genau in dieser Phase habe ich auch angefangen zu streamen. Und in einem meiner ersten Streams habe ich auf ein Video reagiert von ABK, genau. In diesem Video war auch Ex-Muslim drin. Und ja, ich habe die Reaction abgebrochen. Und ja, ich habe dieses Video niemals hochgeladen. Und ja, dieses Video hat mir nicht gefallen. Das hat aber gar nichts mit ABK zu tun, sondern mit Ex-Muslim. Deswegen habe ich zu diesem Zeitpunkt, nachdem ich die Reaction abgebrochen habe, auch gar nicht verstanden, das war 2020, ich werde euch gleich Sachen einblenden, warum ABK angefangen hat, in der Öffentlichkeit zu sagen so, boah, der ist voll unsympathisch und der ist das und der ist dies. Also habe ich ihn angeschrieben, zu unserer Peak-Phase. Aber ich kann schon verstehen, warum manche Leute diese Ex-Muslim-Sachen damals von ABK nicht lustig empfunden haben. Ich fand es persönlich sehr witzig, ehrlich, war schon sehr unterhaltsam. Aber es gibt manche Leute, die fühlen das halt nicht, was auch okay ist, ne? Wissen war und habe meinen Kopf gesenkt. Ich habe ihn angeschrieben und habe gesagt, hey Bro, du hast was missverstanden. Ich habe nicht gegen dich geschossen. Ich feiere dich. Ich bin ein Fan von dir. Ich blende euch meine Memo ein, die ich ihm geschickt habe und ihr seht auch das dort. Aber muss sagen, Digga, gibt's jemanden, der ABK nicht feiert? Also irgendwie mein ganzes Umfeld feiert ABK, ne? Für das, was er immer gemacht hat und so. Okay, ob sie heute ihn noch feiern, weiß ich nicht. Aber damals seine alten Videos, Digga, hat man gefeiert. Also jeder hat's gefeiert. Jeder. Yo, ABK, alles fit? Ich habe gerade diesen Stream-Ausschnitt gesehen, wo du meinst, dass ich dir mies unsympathisch komme und arrogant rüberkomme. Ich weiß nicht, warum du das sagst, Bro. Von meiner Seite kam bis jetzt nur Liebe und Support für dich, egal ob es im Streams war oder Videos oder sonst was. Und dieses Video mit Ex-Muslim, worauf ich reagiert habe, A, ich hasse Reactions, B, ich mag Ex-Muslim überhaupt nicht. Und die Leute haben meinen Chat voll gespammt mit diesem Video. Ich habe sie auch abgebrochen. Dementsprechend keine Ahnung. Aber wie gesagt, von unserer Seite oder von meiner Seite besonders gab es bis jetzt nur Liebe. Und ich fand es ein bisschen traurig, dass du so sagst, du findest mich mies arrogant oder unsympathisch. Weil du weißt ja, wie das Internet-Game ist, Bruder. Du bist sehr klug. Du weißt, dass die Leute sofort Fitner machen kommen bei mir. Aber alles gut, ich küsse dein Herz. So, schade, dass du das denkst. Besonders nach all dem, also Support, weißt du? Dennoch ist es deine Meinung, ist auch in Ordnung so. Ändert nichts daran, dass ich deine Videos schon sehr lange gucke und dich feiere. Auch nach wie vor. Ich weiß nicht, ob du irgendwas schon mal von mir jemals gesehen hast. Ich bin auf jeden Fall niemand, der etwas sagt, einfach so. Wenn ich jemanden nicht mag, sage ich das im Video. Wenn ich jemanden mag, sage ich das im Video. Und deswegen, wenn in Zukunft sowas ist, Bro, schreib mich einfach an, weil wie gesagt, von unserer Seite, besonders unsere Communities, mögen sich ja auch. Allgemein der gesamte Keller und die ABK-Army sind ja voll dicke miteinander. Von daher, sag mir doch lieber vorher Bescheid, Bruder, dann räumen wir alles aus dem Weg. Von meiner Seite aus gab es auf jeden Fall nichts Schlechtes auf dem Herzen. Hört sich nicht so an, lieber ABK, als ob ich zu unserer Hype-Phase gegen dich geschossen habe und ekelhaft reagiert habe. Und dann habe ich drauf geschissen, weil ich ja ein eingebildeter Schnösel war. Und Jahre später, wo es nicht mehr lief, bin ich angekommen. Nein. Ich habe mich direkt gerade gemacht. Ich hätte mich nicht gerade machen müssen. Verstehe ich. Ja, muss ja auch nicht machen.
Weil du hast dich falsch verhalten. Du hast in der Öffentlichkeit behauptet, der ist unsympathisch, der ist das, der ist dies. Aber anstatt, dass ich mich aufrege über dein Verhalten, bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, du hast das missverstanden. Das war nicht so. Ich feiere dich doch. Und was hast du getan? Du hast 6 Monate lang nicht geantwortet. Ich habe es dir nicht böse genommen. Alles gut. Dann gab es einen Livestream. Ein Livestream von Sammy. Mit Sammy habe ich mich gut verstanden. Und ich habe dort Subs dagelassen. Sammy hatte auch schon ein bisschen mit ABK über mich geredet und meinte zu ihm so, ja, der Attila ist eigentlich kein verkehrter Typ. So, ne? Und in diesem Livestream, wo ich Subs dann dagelassen habe, kam so ein kleiner Kontakt auf. Und in dem Rahmen hast du auch erzählt, warum du mich ein bisschen auf dem Kicker hattest. Ich blende es euch mal ein. Maestro, Maestro, Digga. Ich küsse dein Herz. Maestro, hoffentlich bist du morgen auch am Start. Ja, wir sind morgen. Hey, weißt du, dass ich ein bisschen neidisch auf Maestro bin? Dass ich ein bisschen abfacke bei dem? Warum? Weil der auch so ein Sabi hat und so. Ich weiß doch, wo ich bin, weil er besser Noten hat. Oh mein Gott. Darum magst du denn nicht? Du hast mir gesagt, Scheiße und so. Du weißt doch, wie ich bin, weil er besser Noten hat letztlich. Nach diesem Gespräch haben wir geschrieben. Ich habe dir auch auf Instagram nochmal geschrieben. Du hast drauf geantwortet, 6 Monate später auf die Nachricht von davor. Was hast du gesagt? Du kannst deine Memo ja gerne selber abhören. Ich werde sie jetzt hier nicht abspielen, denn ich möchte trotz alledem deine Privatsphäre gerade nicht verletzen. Aber was hast du gesagt? Ja, Bro, hey, sorry, danke, dass du es damals auch gar nicht so böse aufgenommen hast. War ja auch gar kein richtiger Beef, hatte mich nur kurz abgefuckt und deswegen hatte ich nicht geantwortet. Hey, ich feier's, was du machst, hab auch letztens dein Video gesehen, dies, das. So hast du doch mit mir geschrieben, oder nicht? So nach dem Motto, war doch nix, schwamm drüber. Und wir haben normal geschrieben. Herzen hin und her, haben Nummern getauscht. War's nicht so? Wir haben telefoniert. Wir waren zwar keine Freunde, aber wir hatten einen guten Kontakt, einen sympathischen Kontakt. Da war nichts mit, ich hab mir was gemerkt. Außer natürlich, du hast alles nur vorgespielt und das war einfach nur ein wirklich psychopathischer und irrer Plan von dir gewesen. Aber wir hatten jahrelang guten Kontakt. So guten Kontakt, dass wir sogar ein Video gemeinsam haben. Ich blende es euch ein. In diesem Video, da telefonieren wir. Auf Bro-Basis. Aber nicht nur das. Wir waren sogar Kollegen und beide im Team Suchti. Wir haben beide Suchti promotet. Und irgendwann habe ich sogar dieses Influencer-Marketing übernommen, dass ich mich darum gekümmert habe, dass die Leute ihre Gelder kriegen und Koordination und sonst was. Wie viel haben wir darum geschrieben? Wie habe ich dir sogar bei einigen Sachen geholfen? Bin dir hinterhergerannt, damit du an dein Geld kommst? Wir hatten einfach guten Kontakt. Du warst irgendwann bei Alem in Belgien, da hast du noch gefragt, hey, kommst du auch, sehen wir uns da, etc. Weil wir beide haben uns ja persönlich noch nie gesehen. Also wie kommst du dazu? Wie kommst du dazu, wenn ich zu unserer hypeträchtigsten Phase mich klein mache vor dir, weil ich dich feiere und deine Videos gucke, zu dir komme und bei einem Missverständnis mich klein mache und mit dir darüber sprechen möchte, wie das Ganze klären, danach jahrelang guten Kontakt haben, Videos gemeinsam aufnehmen, wie kommst du darauf, im Internet zu erzählen, boah, der hat damals voll ekelhaft auf ein Video von mir reagiert und dann habe ich ihn mir gemerkt und dann später, wo es nicht mehr lief, wo der am Boden war, kam der dann an. Was ist das für eine dreckige Lüge? Wieso erzählst du so? Das ist hart, Digga, ne? Harte Aussagen von Maestro, Digga, muss ich ehrlich sagen. So ein Schwachsinn im Internet. Du weißt ganz genau, dass es nicht so war. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, wie oft ich dir meine Hilfe angeboten habe. Dazu kommen wir aber gleich noch. Oh. All das passiert ja auch noch dazwischen. Das heißt, es kann nicht sein, dass du es vergessen hast. Du weißt es ganz genau. Und ich verstehe es einfach nicht, warum du so eine dreckige Lüge im Internet erzählst, wo du gefragt wirst, warum schießt du gegen Maestro? Sag doch die Wahrheit. Wieso lügst du? Warum sagst du, der hat so und so gemacht? Es gibt einfach keinen Grund. Oder es gibt einen Grund, den du aber mir nicht mitgeteilt hast. Ja. Was aber deine Pflicht gewesen wäre, zu sagen, hey, wir sind ja auf Bro-Basis so, ich habe da das und das Anliegen, warum bist du so oder warum hast du das gemacht? Hättest du mich auf alles ansprechen können. Ist ja auch richtig so, ne? Wenn irgendwas an einem stört, dann sollte man direkt auch darüber sprechen, Digga. Vor allem, wenn man eigentlich ein cooles Verhältnis zueinander hat. Sehr, sehr, sehr wichtig. Merkt euch das, ne? Auch im Privaten. Hast du aber nicht gemacht. Nein, weißt du, wozu du dich entschieden hast? Einfach irgendwann nicht mehr zu antworten. Weißt du noch, wo du in Istanbul... Hat er das mal geschrieben? Nein, weißt du, wozu du dich entschieden hast? Hab dein Kardar-Video gesehen, ich küsse doch dein Herz sehr stark, möge alle dich reichlich belohnen. Einfach irgendwann nicht mehr zu antworten. Weißt du noch, wo du in Istanbul warst? Wo du Hilfe brauchtest, du hast ein Video hochgeladen, wo ich dir geschrieben habe sofort, hey, kann ich dir helfen, kann ich was für dich tun? In dieser Phase hatte ich auch schon wieder mein Comeback auf YouTube, wo ich wieder angefangen habe, Videos hochzuladen und auch erfolgreich hochzuladen. Da habe ich angefangen, auf deine Videos auch zu reagieren. Da hattest du auch zum Beispiel ein paar Shitstormer. YouTuber waren gegen dich. Leute haben kritisiert, dass du um Spenden bittest, etc. pp. Was habe ich gemacht? Habe ich dich nicht in Schutz genommen? Habe ich jemals öffentlich ein schlechtes Wort über dich verloren? Nein, nur positiv, nur Support, nur Liebe.
Du droppst ein Video, ich kommentiere es, ich schreibe dir, Bro, hast du gut gemacht, hast du stark gemacht, keine Antwort drauf. Ist nicht schlimm, du brauchst drauf nicht zu antworten. Du hast wahrscheinlich Besseres zu tun, das ist kein Problem. Aber ich wollte dir noch nie was Böses. Und ich sage das jetzt auch nicht, damit ihr gut von mir denkt. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass all diese Punkte für den Kontext wichtig sind. Es macht Sinn, er will einfach zeigen, dass die eigentlich gar kein schlechtes Verhältnis zueinander hat und er nicht versteht, warum ABK immer auf ihn geschossen hat. So, ist ganz einfach. Den Rest später versteht. Dann gab es diesen Beef mit Charo, Sheikh Ibrahim und all diese ganze Kiste. Und du hast sehr viel Hate abbekommen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich bei dir gemeldet, oder? Hab gesagt, hey, kann ich was für dich tun? Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden. Was hast du gemacht? Wie hast du geantwortet drauf? Nee, brauchen nicht reden. Weiß ja, was ich tue. Habe andere Probleme privat, die mich mehr beschäftigen als das. Ich habe dir meine Hilfe dann nochmal angeboten. So, wenn ich was tun kann, sag mir Bescheid. Keine Antwort von dir. Du musst nicht antworten. Alles in Ordnung. Aber ich bin ja immer noch in dem Glauben, wir sind ja gut. Die letzten Jahre waren wir gut miteinander. Haben telefoniert, geschrieben, etc. pp, dies, das. Okay. Dann kam diese ganze Thematik rund um mein Video von letztem Jahr, mein langes Statement. Was hast du gemacht? Du warst live auf TikTok und du hast dich positioniert. Aber du hast dich nicht bei mir positioniert. Habe ich dir das böse genommen? Nein. Kannst ja deine Meinung haben, oder? Anscheinend sind wir doch nicht so heftige Bros. Alles gut. Kein Anruf von dir, kein Support, keine Positionierung, kein gar nichts. Also bei mir nicht. Alles gut, du bist anderer Meinung. Kein Problem. Das ist deine Sache. Hast mich öffentlich kritisiert auf TikTok, hast gesagt, wie kann man solche Geschichten öffentlich machen und über Freunde reden, dies, das. Auch alles gut. Du hast so geredet über mich, mehrfach hast du das getan, dass Leute mir geschrieben haben. Ich war gerade mit meinem Neugeborenen, der einen Monat alt war, oder nicht mal, der war ein paar Wochen alt, war ich gerade unterwegs mit meiner Frau und wollte einfach abschalten, weil es einfach zu viel wurde für mich. Und ich werde gespammt von Leuten, die mir schicken, wie du über mich auf TikTok redest. Und ich habe dich daraufhin angesprochen, oder? Ich habe dir geschrieben, hey Bro, nicht, dass da jetzt Fitner passiert oder sonst was, nicht, dass ich was falsch verstanden habe. Du hast das und das gesagt, warum hast du das gesagt? Und was hast du gesagt? Du kannst diese Memo auch gerne nochmal abhören. Du hast zu mir gesagt, dass du es halt nicht schön findest, dass man private Sachen in die Öffentlichkeit trägt von Freunden, oder? Okay, wir werden später sehen, ob du dich selber an solche Sachen hältst, aber... Oh, Digga. Bruder Maestro, ne? Er ist im Beast-Mode. Den Mann kann keiner aufhalten. Klar, du hast recht. Natürlich, ich bin auch nicht fehlerfrei. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, alles klar, danke, dies, das, pipapo. Ich habe das Thema einfach beendet, weil ich einfach keine Kraft hatte, um mich mit irgendjemandem zu streiten an dieser Stelle. Dann passiert dein Beef mit Manuelsen. Ich bin gerade, nur für die zeitliche Einordnung, mitten im Umzug, habe mich bei YouTube abgemeldet, habe gesagt, bin ein, zwei Monate weg. Mach ganz alleine den Umzug, mach auch ab und zu eine Story und sag den Leuten das, hey, guck mal, ich bin gerade weg, ich mache hier den Umzug, mir geht's nicht gut. Plus on top zu dieser Zeit war auch noch mein Sohn im Krankenhaus, zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt kommt, was ich euch erzählen werde. Du hast diesen Beef mit Manuelsen, okay? Du provozierst ihn, er platzt auf dich, die Sache wird größer. Was habe ich gemacht? Trotz dessen, dass ich gerade offline bin, keine Videos mache, über Monate, dass ich Stress habe, ganz alleine einen Umzug stemme, Sachen trage, frisch Vater geworden bin, wir haben einen Säugling zu Hause, zu all dem Stress, plus der Kleine war noch im Krankenhaus, habe ich dir geschrieben, hey Bro, kann ich irgendwie dir helfen? Kann ich was für dich tun? Ich habe das auf eine Story geantwortet, was diesen Themenbezug hatte. Hast du darauf geantwortet? Nein. ABK will einfach nicht antworten, er ist so einer, er antwortet einfach nicht, ne? Uns hat er ja auch ein, zwei Mal schon seine Stories gepostet und Shoutouts gegeben und so, ich schreibe ihm danke, ey, danke Bro, dies, das. Er hat mir noch nie geantwortet, noch nie. Aber er ist einfach so, ne? Dir helfen in dieser Thematik? Ich kenne ihn nur gut, ich kenne ihn viele, viele Jahre, das ist ja mein Freund. Ich will dir helfen, ich will vielleicht so schlichten oder sonst was, du sagst, nee, Khalas. Ich habe natürlich mit Manu geredet. Über diese Thematik. Dazu komme ich auch später. Aber du wolltest halt keine Hilfe haben. Alles gut. Hast nicht geantwortet. Gut. Es vergehen ein paar Wochen. Heikel beleidigt mich öffentlich. Der Heikel, der übrigens die ganze Zeit in der Zwischenzeit Videos hochgeladen hat mit Thumbnails, die offensichtlich gegen mich provozieren sollten. Die ganze Zeit schon. Ihr wisst doch, Digga, Heikel, ey. Heikel ist Endgegner, ne? Ohne Spaß. Wenn Heikel dich auf Kicker hat, vorbei. Was er mit dir machen wird, ist nicht normal. Der Typ, mit dem du so eng bist. Habe ich auch nichts gedacht dabei. Habe ich dich drauf angesprochen? Habe ich irgendwas gesagt? Nein. Normal. Ist aber witzig, dass er vorgeworfen hat, dass Monte nie geantwortet hat. Ja, ich weiß nicht. Aber ABK hat auch öfters in seinen Videos gesagt, dass er auch so ein Typ ist, der eigentlich nicht antwortet und so. Und da Monte das vorzuwerfen, ist auch ein bisschen komisch. Aber ja.
Normalerweise, wenn man in Anführungszeichen so befreundet, im weitesten Sinne befreundet ist, für mich, wenn ich mit jemandem telefoniere, meine privaten Gefühle austausche und jemanden mag, dann sage ich, gut, das ist im entferntesten Sinne ein Freund. Und wenn jemand, den ich kenne, mit dem ich gut bin, dann gegen diese Person schießt, dann frage ich zumindest, was ist da los, oder versuche zu schlichten, so wie ich es auch bei dir getan habe. Correct. Aber dazu habe ich nichts gesagt. Okay, und dieser Heikel macht jetzt ein Video und nennt mich F-Otze. Ich denke mir, what the fuck, was passiert hier? Also schreibe ich Heikel an. Das heißt, Video von Heikel wird auch auf jeden Fall kommen und ich glaube, das wird sehr, 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 sehr ekelhaft. Ne? Heikel antwortet nicht. Ich schreibe 2 Tage später nochmal Heikel an, weil ich wissen möchte, was los ist. Und der sagt dann zu mir, ja, weil du so gut bist mit Manuelsen, hast du ja nichts zu der Thematik gesagt und das und dies und das. Ja, nee, ich bin ein Heuchler. So. Ich habe ihm gesagt, was erzählst du? Ich habe dem ABK geschrieben. Ich wollte ihm Hilfe anbieten. Davor auch schon. Er antwortet mir seit ungefähr einem Jahr fast nicht, außer einmal auf Instagram. Hat mich komplett geghostet. Aber auch crazy, Digga, ja? Bruder, wie kann man jemanden so oft schreiben, obwohl man immer geghostet wird, ja? Das macht auch keinen Sinn, ehrlich. Das machst du 1, 2, vielleicht auch 3 Mal, dann reicht's auch, ne? Ehrlich, wenn dir jemand beim 3. Mal nicht antwortet, Bro, dann lass es. Dann macht's auch keinen Sinn. Bei aller Liebe, bei allem Respekt, ne? Würde ich auch nicht machen. Also ich würde jetzt ABK auch nicht noch 2, 3 weitere Male schreiben, weil er antwortet einfach nicht. Er hat keinen Bock, Bro. Was auch voll okay ist, ne? Wir folgen uns auf Insta, aber er hat keinen Bock zu antworten. Und was ich auch, by the way, gesehen habe, ist, der hat sein Insta deaktiviert, ne? Man weiß jetzt nicht, ob das im Zusammenhang mit der ganzen Sache hier, mit Maestro zu tun hat, oder ob das andere Gründe hat, ne? Aber man kann's auf jeden Fall vermuten. Außerdem bin ich gerade mitten im Umzug gewesen, war offline, mein Kind war im Krankenhaus und all diese ganzen Geschichten und sonst was. Und du erwartest jetzt von mir, dass ich in die Öffentlichkeit gehe und Manuelsen gegen Manuelsen schieße, einen Freund von mir? Daraufhin kam die Antwort, ja, dieses private Schreiben, das hat für ihn keinen Wert, er hat auch genug zu tun und sonst was. Private Schreiben, kein Wert, ist auch crazy, aber... Wer hätte das erwartet, dass du es in der Öffentlichkeit machst? Und das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so, ist das dein Ernst? Du hast mir noch nie in deinem Leben beigestanden. Egal, was für ein Beef ich hatte. Egal, wie sehr mich... Ich muss sagen, Maestro hat sich, glaube ich, echt zu viel in die Sache reingesteigert, zu viel eingesetzt, ne, ehrlich. Ich hätte gar keinen Bock auf sowas gehabt. Niemals hätte ich mich so eingesetzt wie Maestro. Deswegen muss man sagen, Maestro hat echt eine gute Intention hinter der ganzen Sache gehabt, ne? Er wollte Frieden stiften, er wollte, dass ABK gut geht, er wollte ihm helfen, wo er helfen kann. Aber ABK wollte seine Hilfe nicht, ne? Was ja auch voll okay ist, Digga, ne? Man muss ja nicht jede Hilfe annehmen, Digga. Weil am Ende des Tages kann es auch so sein, dass diese Sache dann gedreht wird und dann gesagt wird, ey, ich hab dir doch geholfen und so, dies, das. Das ist auch ekelhaft, ne? Vor allem bei Leuten, die im Internet aktiv sind. Die sind eklig. Kann ich schon ein bisschen ABK verstehen, warum er ein bisschen distanzierter bei solchen Leuten ist. Oder generell bei Leuten im Internet ist. Jemand kritisiert hat. Ich habe dich bei anderen YouTubern verteidigt. Ich habe dir meine Hilfe privat angeboten und ich habe dir auch privat geholfen. So oft habe ich versucht, für dich da zu sein, habe mich bei dir gemeldet. Du hast das nicht ein einziges Mal gemacht. Und wenn ich mal was hatte öffentlich, hast du dich auf die andere Seite gestellt. Und jetzt sagst du, du von mir, trotz all dieser Situation, dass ich online gehe und gegen jemanden schieße, der mein Freund ist? Was hast du getan für diese Freundschaft? Es war doch keine Freundschaft. Du sagst ja, ich war ein Penner, der vor ein paar Jahren gegen dich geschossen hat und du hast dir das gemerkt. Ja, ne, war alles nur vorgespielt. Entscheid dich. Entweder wir hatten guten Kontakt, dann hast du mich jetzt verkauft, einfach nur für Klicks, oder du hast davor die ganze Zeit alles gespielt und dann bist du ein Heuchler. Aber kommen wir doch zu der Manu-Thematik. Ich habe Manu gesagt, dass das, was er über deine Mutter gesagt hat, dass ich das nicht schön finde. Das finde ich auch bei allen anderen nicht schön. Natürlich sage ich das. Ich bin aber auch der Meinung... Ihr wisst, Manu sowieso Endgegner, was Beleidigung angeht. Ne? Davon distanziere ich mich auch auf jeden Fall. ...dass du bewusst provoziert hast. Und das ganze Internet weiß das. Dass du bewusst provozierst, damit du diese Videos drehen kannst. Und wo dann Ruhe eingekehrt ist, hast du auch immer weitergemacht. Und du beschwerst dich ja, dass Mütter eingemischt werden. Genauso wie ich es nicht tue, beschwere ich mich bei Leuten, die das machen. Die Sache ist, du mischst doch selber die gesamte Familie ein. Du hast seine Tochter, seine Frau, seinen Vater. Wen hast du nicht eingemischt? Also an dieser Stelle kannst du nicht sagen, der hat Recht, der hat Unrecht. Sondern man muss versuchen einfach, ne, zu schlichten. Und das habe ich versucht. Wolltest du nicht. Du wolltest das online klären. Und ich bin nicht deine Schachfigur, dass ich mich im Online einfach irgendwo hinstelle und einfach blind dem folge, was du sagst. Zum Glück, Alhamdulillah, habe ich das nicht getan. Denn du hast ja später gezeigt, was für einen Charakter du hast. So, nachdem Heikel mich jetzt auch öffentlich beleidigt hat, ich mit dem geschrieben habe, hast du angefangen, auch gegen mich zu sticheln in Videos. Beispielsweise hier. Maestro hat auf seine Auszahlung gewartet und Kreuz kauft für andere Leute ein. Hast du bezahlt, Bruder? Natürlich nicht, Bro. Ich habe einen braunen Haken, Bruder.
zahlt gleich für mich. Maestro kommt dann abholen. Und so lief's weiter. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir noch, meint er das vielleicht sportlich? So, vielleicht hast du ja viel zu tun, vielleicht hast du Stress, vielleicht hast du... Das war jetzt so ein kleiner Sneaky, das ist auf lustig. Struggle, vielleicht bist du in einer schweren Phase und ich versuche, niemanden vorzuverurteilen. Also habe ich mir gedacht, egal, lass ihn. Natürlich hat mich das gekränkt. Natürlich hat mich das zum Nachdenken gebracht. Es hat mich gestört. Ich habe auch mit Vertrauenspersonen von mir darüber gesprochen. Ich habe diesen Vertrauenspersonen aber nicht nur gesagt, dass mich das stört, was du da machst, sondern ich habe auch gesagt, vielleicht hat er eine schwere Phase. Vielleicht gibt es ein Missverständnis. Und dass ich jederzeit offen wäre für ein Gespräch und dass ich mir wünschen würde, dass du antwortest und dass ich dir vielleicht sogar helfen könnte. Weil ich sehe ja, du machst ja Videos auch, wo du über deine Probleme redest. Ich als jemand, der dich geschaut hat, mir ist es ja nicht egal. Dann kam der Dezember letzten Jahres. Wir waren auf Threads und jeder hat so ein bisschen seinen Spaß gehabt auf Threads. Das hat ja nicht lange gehalten, okay? Digga, Threads, Alter. Gibt es noch Leute, die aktiv Threads benutzen? Ich habe da letzte Woche, glaube ich, einmal reingeschaut. Nichts für mich, ja. Und zu diesem Zeitpunkt hast du auch wieder gestichelt, ohne Namen zu nennen. Und ich habe dich drauf angesprochen, ich habe dir geschrieben, einen Text. Du hast drauf nicht geantwortet. Dann habe ich dir nochmal geschrieben, daraufhin hast du geantwortet. Und wie unfassbar respektlos du geantwortet hast. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch, auch die Memo kannst du gerne selber dir reinziehen. Und wenn du sagst später, irgendwas, was ich gesagt habe hier, ist gelogen, kann ich gerne alles nachweisen. Ich will es nicht, aber kann ich gerne machen. Und wenn du beweisen kannst, dass ich gerade gerne lüge, bitteschön, mach, beweis. Sag, das stimmt nicht, was du hier gerade erzählst. Hast du nicht respektlos geantwortet? Hast du nicht gesagt, Junge, du hast gerade Paranoia und sonst was. Also ich hätte Paranoia davor, dass du gegen mich schießt und Videos machst. Ich verstehe nicht, was für ein Bild du von dir selber hast. Warum sollte ich Angst haben vor irgendeinem Video von dir? Ich habe dir nichts getan. Die Sache ist, ich will einfach keinen Streit im Internet. Ich will dem Ganzen einfach aus dem Weg gehen. Ich habe doch mit dir kein Beef. Ich weiß gar nicht, wo der Schuh drückt. Was ist dein Problem? Da habe ich aber gemerkt, okay, du hast ein Problem. Du bist abgefuckt. Okay, also alles, was davor war, war nicht so sportlich, freundschaftlich, sondern okay, das waren Fronts. Alles klar. Hätte man natürlich auch viel früher checken können, aber ich wieder mit meiner rosaroten Brille, wo ich versuche immer das Beste in den Leuten zu sehen, hab's sehr spät gecheckt. Ja, sorry. Dann kommt der Januar. Und du kannst dich nicht halten, du erwähnst mich negativ wieder in einem Video. Ich blende es euch ein. Wie Maestro oder ein Abu Chulo, der mich ja kritisiert hat, haben diese Leute, die doch immer so Moralapostel sind im Internet, sich jetzt hier eingemischt und etwas zu der Sache von Manuelsen gesagt? Der den Islam beleidigt, der mich aufs Übelste beleidigt. Haben die sich hier eingemischt und was gesagt? Nein. Warum? Weil Manuelsen ein Freund von denen ist. Und wie ich vorher schon gezeigt habe, dass du gelogen hast, hast du auch hier schon wieder gelogen. Du sagst, der auf Ehrenmann oder Robin Hood oder sonst was im Internet tut, hat sich aber nicht zu der Manuelsen-Sache geäußert. Natürlich habe ich mich geäußert. Ich habe dir geschrieben. Du hast es gesehen. Warum lügst du? Warum machst du das? Außerdem, selbst wenn ich mich nicht geäußert hätte, sagen wir mal, ich hätte mich nicht geäußert, weil es mein Freund ist. So wie du sagst, weil es sein Freund ist. Ich versuche, ein sehr loyaler Mensch zu sein. Ich habe mein Leben lang mich genauso verhalten. Habe mich immer vor die Menschen, die ich liebe oder die ich mag, vor diese Menschen habe ich mich versucht zu stellen. Also würde das ja genau meinem Verhalten entsprechen. Also ich hätte so oder so in der Öffentlichkeit nichts dazu gesagt, sondern versucht, das zwischen euch privat zu klären. Aber das Ekelhafte an der ganzen Geschichte ist ja, dass du das genau weißt und trotzdem das so darstellst in der Öffentlichkeit. Und jetzt kannst du ein bisschen mal deine eigene Medizin schmecken. Denn du wurdest darauf hingewiesen, dass du Sachen bei anderen kritisierst, aber bei Heikel nicht. Wenn andere respektlose, ekelhafte Witze machen, kritisierst du das. Ja, aber es ist auch so, Digga. Wir sind alles Lügner, wenn wir sagen, wir kritisieren unsere Freunde genauso, wie wir andere Leute kritisieren, die die gleichen Fehler machen, Digga. Vor allem in der Öffentlichkeit. Das macht man eigentlich nicht. Ehrlich. Also, ich wüsste keinen, der das jetzt so krass macht. Ne? Seine eigenen Freunde richtig krass am Pranger stellt, die gleichen Sachen machen wie andere Leute, auf die man vielleicht ein bisschen Hass gekriegt hat. Macht man einfach. Heikel, dieselben Witze mehrfach macht, kritisierst du das nicht. Dazu hast du Folgendes gesagt. Heikel kenne ich aus meinem privaten Leben. Ich bin mit dem aufgewachsen. Dass sein Humor manchmal ekelhaft und respektlos ist, das weiß ich. Das wissen wir. Ändert es daran, dass er ein Freund von mir ist? Nein, du bist doch bekannt dafür, dass du über sowas, dass du über jeden Scheiß lachst, danke, dass dein Humor ekelhaft und respektlos danke ist. Dafür ist er doch bekannt. Das ist ja nicht mal was Schlimmes. Er ist doch Heikel. Ach so, okay, es macht also einen Unterschied, dass du mit ihm befreundet bist. Das bewahrt dich davor, öffentlich was zu sagen. Plus, der Heikel macht das ja immer. Das ist ja okay. Also nach deiner Logik müsste ich ja erst recht nichts gegen Manu sagen. Erstens ist das auch mein langjähriger Freund. Und zweitens, Manu ist auch bekannt dafür, dass wenn du ihn provozierst, dass er ab und zu mal auf Leute platzt im Internet. Der ist hart. Internet. Das heißt, er ist ja bekannt dafür.
Also mit, nach deiner eigenen Logik war das kompletter Bullshit, was du davor geredet hast im Januar. Du hast schon wieder einfach irgendwas genommen, wohinter du selber nicht stehst, einfach benutzt, um mir damit zu schaden. Damit Leute dann bei mir kommentieren, von deiner Army kommen und bei mir Scheiße kommentieren. Wie kann man nur so ein nicht gönnerischer Mensch sein? Wie kann man nur so viel Hass in seinem Herzen tragen? Was habe ich dir getan? Aber ich habe danach nicht gefrontet. Ich habe es dir nicht böse genommen. Ich denke immer noch, vielleicht er hat irgendwas. Vielleicht ist da was. Was habe ich gemacht? Ich habe dir einen langen Text geschrieben. Ich habe dir einen sehr langen Text geschrieben. Bruder, Maestro, auch echt wie eine Ex-Freundin, ja. Aber er wollte unbedingt wissen, was bei ihm abgeht, warum er so auf ihn reagiert und so. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Kann ich echt nachvollziehen. Und ich habe mich teilweise gerade gemacht in diesem Text und ich habe dir wieder meine Hand gereicht. Und ABK hat bestimmt nicht geantwortet, oder? Was hast du getan? Nicht geantwortet. Digga. Ein paar Tage später droppst du ein Video, wo du finanzielle Probleme hast. Da, wo du auch über Sammy geredet hast. Nach diesem Video habe ich dir wieder geschrieben. Ich habe gesagt, guck mal, auch wenn du mich nicht magst, ich bin trotzdem dein Bruder, ja, Alter. Maestro hat sich richtig, der hat sich richtig eingesetzt, der Mann, ne? Ein Zuschauer und ich biete dir meine Hilfe an. In puncto Steuern. Du hast mich doch damals gefragt gehabt nach Hilfe bei Steuern. Und du hast ja offensichtlich Probleme. Ich habe dir diesen Text geschrieben, nach all den Fronts, die du gegen mich gebracht hast. Nicht ein schlechtes Wort habe ich über dich verloren in der Öffentlichkeit. Hab dir trotzdem privat geschrieben. Hast du geantwortet? Nein, du hast nicht geantwortet. Aber echt richtig korrekt vom Maestro, muss man sagen, ja. Er hat immer versucht, ihm die Hilfe anzubieten, seine Hand zu reichen, aber ABK wollte einfach nicht. Ein Monat vergeht. Du hast kein Video oder so hochgeladen. Du warst inaktiv. Ich denke einfach random an dich. Ich schreibe dir wieder. Ich biete dir wieder meine Hilfe an. Weil ich mir denke... Doch, ich denke random an dich ist crazy, Digga. Ich bin enttäuscht. Ja, ich habe auch meinen engeren, vertrauteren Menschen gesagt, wie sehr ich von dir enttäuscht bin. Zu Recht. Normal, Digga. Was hast du gemacht? Ja, ja. Aber trotzdem, wenn du geschrieben hättest, ich brauche deine Hilfe, ich schwöre, ich hätte dir geholfen. Hast du aber nicht gemacht. Nein. Was hast du getan? Du lädst einfach ein Video hoch, von dieser Threads-Thematik, wo du dich komplett lächerlich und lustig über mich machst. Und auch beleidigst. In diesem Ausschnitt. Warum? Irgendwelche Finanzwissen-to-go-YouTuber, die auf YouTube ihre Videos anfangen mit Salam alaikum, meine lieben Freunde. Es ist ganz wichtig, das Ganze ist tot. Sag direkt Name. Maestro zum Beispiel. Bruder, das Einzige, was du wiedergefunden hast, sind die Baggies von Mois. Und ich glaube, die hast du selber noch genommen. Du verpasst sogar Gebet, weil der jetzt aufpostet. Klingt auf jeden Fall nach einem Heuschleimhals. Wie also was für ein Mensch bist du? Da ist jemand, der hat dir nie was getan. Ihr wart... Jetzt guten Kontakt. Ich will die ganze Zeit das Wort befreundet einfach umgehen, um dir einfach nicht die Möglichkeit zu geben, dass du sagst, wir waren keine Freunde, wir haben uns noch nie getroffen. Für mich war das auf jeden Fall, du warst nicht einfach ein Random für mich, okay? So, und dieser Mensch, mit dem du jahrelang guten Kontakt hattest, der dir auch geholfen hat öfter, so oft seine Hilfe angeboten hat, dieser Mensch schreibt dir permanent, versucht eine Sache, die vielleicht in der Luft liegt, zu klären und ist nett zu dir und du feuerst die ganze Zeit ohne Grund. Du hast ihm nie gesagt und auch der Öffentlichkeit nie gesagt, was dich stört. Und das Einzige, was du bis jetzt gesagt hast, am Anfang, was ich eingeblendet habe, war ja offensichtlich gelogen. Also ich weiß bis heute nicht, wo der Schuh bei dir drückt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, eine Story zu machen, weil du mich so sehr getriggert hast. Und ich habe mir gedacht, okay, der möchte ja offensichtlich, dass ich in diesen Beef einsteige, damit du Videos machen kannst gegen mich oder sonst was, weiß ich ja nicht. Zu dem Zeitpunkt, ich habe mich noch versucht, gegen den Gedanken zu wehren, dass es dir nur um Geld geht. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe eine Story gemacht und ich dachte mir, okay, weißt du was? Wenn der schon gegen mich schießt, dann möchte ich wenigstens ein bisschen diese Palästina-Thematik damit reinbringen. Weil du hast... Seit dem 7. Oktober bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Threads-Video hochgeladen hast, nicht ein einziges Wort über Palästina verloren. Du hast nicht eine einzige Story dazu gemacht. Nichts. Nada. Und ich habe eine Story gemacht und habe gesagt, weißt du was? Schießen gegen andere kannst du. Rechtsstreite mit anderen YouTubern führen kannst du auch, weil du die beleidigst, die zeigen dich an, du musst vor Gericht mit denen. Diese Beleidigungen sind es dir wert, diese Gerichtskosten zu tragen. Aber für palästinensische tote Kinder nicht. Die sind es dir nicht wert, diese Gerichtskosten zu tragen. Vor welchem Hintergrund? Du hast doch einen Beitrag gepostet auf YouTube. Das war direkt, wo das alles frisch passiert ist. Und hast gesagt, Leute, ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich sonst habe ich rechtliche Probleme, Gerichtskosten, dies, das. Und um dich damals zu unterstützen, du hast dich selber Heuchler genannt, habe ich gesagt, nein, du bist es nicht. Ich habe sogar kommentiert und habe gesagt, alles gut, wir wissen, was du getan hast in der Vergangenheit und sonst was, chill. Bruder, aber eins muss man sagen, ich glaube, Maestro hat ABK echt richtig gemocht, ja. Bro, wie kann man sich so krass für jemanden einsetzen, der so ignorant zu dir ist, Alter? Tschüss. Oha, Digga, ich hätte gar nicht die Kraft dazu, um ehrlich zu sein. Auch gar keinen Bock.
Zu diesem Zeitpunkt. Also ehrlich, wenn mich die ganze Zeit jemand ignoriert, Bro, dann scheiße ich doch drauf. Ehrlich. Zeitpunkt konnte natürlich keine ahnen. Aber okay, er schießt auch die ganze Zeit im Internet. Das ist auch nochmal eine andere Angelegenheit. Also was hatte ich ja jetzt noch nie. Aber ist schon sehr eklig. Wie groß die Sache wird und wie schwierig es wird für uns alle, mit der Situation umzugehen und wie wichtig jede einzelne Stimme sein kann. Das hat sich hingezogen, 6, 7, 8 Monate. Ich sehe, okay, Modu, er hat immer noch nichts dazu gesagt. Am Anfang, ich verstehe es, zu einem Zeitpunkt, wo es schwer war, wo du angezeigt worden bist, wenn du was dazu sagst. Aber da, wo du das Threads-Video hochgeladen hast, da war doch schon gerichtlich bestätigt, du kannst Free Palestine und so sagen. Es war, jeder hat das gesagt, TikTok war voll damit, alle haben darüber geredet. Da gibt es kein Excuse mehr, warum du sagst, ja, wegen Gerichtsverfahren oder sonst was. Du wolltest einfach deinen CPM nicht runter in den Keller fahren. Das ist der einzige Grund dafür. Und ich habe dich angesprochen drauf und habe gesagt, das kannst du und das kannst du nicht. Das war das Einzige, was jemals von mir in deine Richtung kam. Nachdem du 20 Millionen Mal gegen mich geschossen hast, habe ich so eine Story gemacht und habe versucht, ein bisschen einfach dich dazu zu kitzeln, dass du zumindest was gegen Palästina sagst. Das war mein einziges Ziel. Für diese Sache habe ich mir gedacht, Khalas, ich gehe sogar in diesen Beef rein, kein Problem. Aber du bist auf diese Story nicht eingegangen. Du hast zwar danach angefangen, Palästina zu erwähnen, aber auf die Story bist du nicht eingegangen. Nein, besser, du hast weiter in Videos über mich geredet. Hast mich thematisiert, hast mir Schuld zugeschoben für ein paar Sachen, hast irgendwelche Theorien aufgestellt. Und auch das habe ich alles ignoriert, oder? Mann, ich wollte doch keinen Streit mit niemandem. Also das hat gar nichts mit dir zu tun. Ich bin einfach müde, ich habe einfach keinen Bock, mich zu streiten im Internet. Ich glaube, das habe ich auch klar gemacht, indem ich, egal was die letzten Monate, über ein Jahr schon passiert ist, dass ich einfach immer versucht habe, soweit es ging, meinen Mund zu halten. Ignorieren, ja, das stimmt schon, Digga. Also von Maestro kam echt nie was, ne? Obwohl ABK sehr, sehr, sehr oft gegen ihn geschossen hat. Er hat sich immer komplett bedeckt gehalten. Und es auch in 99,9% der Fälle geschafft habe. Egal, was die Leute mir geschrieben haben, egal wie viel Hate und Beleidigungen ich einstecken musste, habe einfach meinen Mund gehalten, oder nicht? Ich brauche niemandem zu beweisen, dass ich mich von Streit fernhalten wollte einfach. Aber du wolltest nicht, du wolltest unbedingt. Und dann hast du angefangen, live zu gehen und hast weitererzählt und hast weitergelogen. Hier diese Geschichte mit, ja, der hat damals so reagiert und sonst was. Und ich verstehe einfach nicht, wie kann ein Mensch wirklich so viel Hass in seinem Herzen haben? Wie kann ein Mensch so ekelhaft sein? Der weiß, ich habe Frau und Kind zu Hause, ich muss Frau und Kind ernähren. Der weiß, ich lebe nur von YouTube. Der weiß, ich habe jetzt gerade meine Klamottenmarke gelauncht und ich versuche einfach irgendwie meine Familie zu ernähren. Wie kannst du diesen Menschen, der dir immer nur Gutes getan hat und dir helfen wollte, wie kannst du mit dem so umgehen im Internet? Mann, ich frag dich ehrlich, schämst du dich nicht? Hast du keinen einzigen Funken Anstand in dir? Du beschwerst dich doch immer darüber, dass deine Mama krank ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deiner Mutter Shifa geben. Möge er sie heilen. Möge er ihre Last erleichtern. Meinst du, du bist der Einzige mit kranken Elternteilen? Mein Vater ist krebskrank. Nur weil du deine Sorgen ins Internet trägst und die ganze Breittritts bedeutet nicht, dass du der Einzige bist mit diesem Problem. Alleine schon unter den Zuschauern, ihr, wie ihr das gerade guckt hier, wie viele von euch gehen jeden Tag für 2.000, 3.000 Euro netto ackern, vielleicht sogar weniger, buckeln sich den ganzen Tag, um ihre Familienmitglieder zu versorgen, um ihre Eltern zu unterstützen? Wie viele von euch reißen sich den Arsch auf? Das sind übrigens die Menschen, die dir dann sogar noch Geld spenden, weil sie dir helfen wollen. Du stellst dich immer so in eine Opferrolle dar. Du sagst, ja, Manuel hat so und so bei meiner Mutter gesagt. Du hast deine gesamte Familie da reingezogen. Du juckst dich null um das Leid anderer Menschen. Du hast dich um mein Schicksal nicht gejuckt. Du hast dich um andere Schicksale nicht gejuckt. Dich interessiert es nicht, wenn du was sagst, dass du Shitstorm bei den anderen Menschen auslöst. Dich hat es nicht interessiert, dass, wo du diese Lüge erzählt hast, dass ich so und so gemacht habe in der Vergangenheit, obwohl du genau wusstest, dass das eine Lüge war. Dich hat es nicht interessiert, ob ich dann Shitstorm des Grauens kriege. Ob ich dann Depris kriege und vielleicht einfach aufhöre mit YouTube, weil ich keinen Bock mehr habe auf die Szene. Das hat dich einfach nicht gejuckt. Und wie kann ein Mensch so sein? Und die Antwort ist, dir geht's einfach nur um Geld. Um Klicks, um Geld. Ich weiß, dieses Video wird nicht gut ankommen. Die meisten werden sogar gegen mich sein. Aber guck mal, so wie ABK mal selber gesagt, oder ABKs Schwester mal selber gesagt hat, Digga. Bruder, so krass kann's ihm gar nicht um Geld gehen, Digga, weil sonst wird er viel mehr machen, Digga, ehrlich. Bro, ein ABK, Digga, gib mir die Reichweite wie ABK und ich schwöre euch, ich hau jeden Tag 20 Videos raus, 100%, ne? Der Mann macht so wenig Content und das Ding ist, seine Videos sind ja auch meistens Geld, Digga. Er wartet ja immer, dass er Placements hat, aber ich glaube nicht mal bei den Placements verdient er so viel Geld, ne? Er ist wirklich einfach faul. Ich weiß nicht, ob es wirklich so krass ums Geld geht bei ABK. Ehrlich, kann echt sein, dass er die Kunst mehr schätzt als das Geld. Weil, Bro, ein ABK, Digga, macht auf locker Minimum 200.000 Klicks jedes Video, ne? Minimum. Und 200.000 Klicks jedes Video, wenn er damit Geld verdienen würde, wäre halt 200.000 Klicks. Wie viel sind 200.000 Klicks? Sind so 1.000 Euro, 1.200, 1.300. Kommt halt sein CPM an, aber du kannst halt richtig gut Geld damit verdienen, ne? Richtig gutes Geld.
Aber er macht einfach nichts raus. Werden mich haten, alles klar, kein Problem, macht ruhig. Aber deine ganze Existenz im Internet ist Leute fronten, Leute fronten, Leute fronten, Vlog. Leute fronten, Vlog. Das alles, was du machst. Diese Statements von Maestro sind gefährlicher als manche Distracts, Facts. Dann gehst du auf TikTok und redest Gossip. Dann gehst du auf Twitch und du redest Gossip. Du schaust Beef mit Leuten, dir ist egal, ob diese Menschen im Recht sind. Dir ist die Wahrheit egal. Dir geht's einfach darum, diesen Beef zu starten. Du nimmst den gerne an, damit du Videos machen kannst. Damit du in diese Videos dann Placements reinballern kannst, damit du deinen Unterhalt verdienst. Und das rechtfertigst du damit, dass du sagst, ja, ich unterstütze meine Mutter. Du bist nicht der einzige Mensch, der Familienangehörige unterstützt. Ich trage auch die Verantwortung für meine Familie. Ist dir doch auch scheißegal, oder nicht? Du hast mich nicht nur die ganze Zeit falsch dargestellt, über mich gelogen und mich gefrontet, du hast auch zugesehen, wie Heikel mich beleidigt und frontet. Und hast das sogar gut geheißen. Ist das nicht Heuchelei von dir auch? Hast du nicht von mir erwartet, dass ich meinen Freund fronte in der Öffentlichkeit? Nachdem du ihn provoziert hast und er dann auf dich geplatzt ist? Aber du selber bei deinen Freunden immer so, ne? Weil die machen das ja immer so. Das ist ja in Ordnung bei dir. Kommen wir zu der Abo-Thematik. Digga, das war ein krasses Argument vom Maestro, muss man echt sagen. Abo hat letztes Jahr ein Video gemacht, wo er kritisiert hat, was du in Bezug auf die Charo und Sheikh Ibrahim-Thematik gesagt hast im Internet. Du hast danach Abo über ein Jahr lang im Netz gefrontet. Hast ihn versucht, niederzumachen, wo du nur konntest. Du hast damals versucht, Abos Bruder mit einzumischen, seinen älteren Bruder mit einzumischen. Hast gesagt, aber dein Bruder macht so und macht dies und macht jenes. Ah, ja, du hast den. Warum sagt er den Namen Mois nicht, Digga? Uff, sogar versucht. Noch bevor alle anderen, also da war mein Video auch noch nicht online. Du warst der Erste, der seine Fehltritte im Internet auf so einer Bühne versucht hat zu instrumentalisieren. Gegen Abu. Da soll erstmal seinen Psychosen-Bob-Bruder da in den Griff bekommen, der da mit seinem Kopf vibet, als wäre der besessen von irgendwelchen Dämonen und sonst was. Und als diese ganze Skandal jetzt Geschichte war und Abu und Malik ihre schwerste Phase vielleicht mitgemacht haben, da hast du draufgetreten. Du wusstest, diese Uhrensache zum Beispiel, du wusstest, das war nicht die Wahrheit. Trotzdem hast du in deiner Story so gepostet, als ob es die Wahrheit ist. Die Uhren von Mois, Wallahi, A'udhu Billah, Bruder, wie kann das sein? Aber wenigstens glaube ich keine Uhr, nur Lahi. Ich dachte, in einer Umme hält man zusammen und da beklaut man sich nicht gegenseitig, Abu Chulu. Du hast es sogar zugegeben. Du hast gesagt, guck mal, Leute, ich bin jemand, der wartet, bis es am schlimmsten ist, bis jemand richtig am Arsch ist, dann trete ich mit drauf. Ich blende es euch ein. Ganz einfach jetzt. Ihr wisst, wie ich bin im Internet, wenn ich Beef habe mit irgendjemandem und so. Ich komme nicht direkt. Ich lade nicht direkt hoch. Ich warte. Ich warte und dann komme ich irgendwann und mache das Gleiche wie ihr. Die haben damals auf mich rumgetreten, haben versucht, mich wie so ein Spaß darzustellen und sonst was. Und jetzt mache ich das Gleiche einfach mit denen. Ich habe gewartet und jetzt nutze ich die Gunst der Stunde. Und das sage ich euch sogar ganz einfach, offen und ehrlich. Du bist ja nicht stolz noch drauf gewesen. Davor hast du gesagt, mir ist die Wahrheit egal, ich bin jemand, der nimmt dich auseinander, wenn du am Boden liegst. Ich trete drauf, wenn jemand am Boden liegt. Und dann hast du gemerkt, kommt nicht gut an. Dann hast du Frieden gemacht mit den Jungs und hast dann gesagt, guck mal, eigentlich mag ich die nicht, aber trotzdem verteidige ich die jetzt, weil Wahrheit ist für mich wichtig. Lüge, Quatsch. Du hast den nicht verteidigt, als ihr Streit hattet. Ihr hattet die Sache schon längst geklärt. Du hast erst angefangen, die zu verteidigen, als ihr die Sache geklärt hattet. Du hast sie angefangen zu verteidigen, als du gemerkt hast, dass deine netten Worte gegenüber ihrem großen Bruder nichts gebracht hat und der große Bruder dich hoch und runter beleidigt hat im Internet. Da hast du gemerkt, okay, fuck, hat nicht funktioniert, dann bin ich jetzt Team Abu und Malik. Und dann hast du angefangen, die zu verteidigen. Vorher wusstest du auch die Wahrheit und hast gelogen, hast draufgetreten, hast denen das Leben zur Hölle gemacht. Und ich habe sogar noch in dem Moment gedacht, wie kann man nur so ekelhaft sein? Die machen gerade so eine schwere Phase durch. Egal, ob du Streit hast mit denen oder nicht, tritt doch nicht mit drauf. Hast du aber getan. Und hinterher, nachdem ihr Frieden hattet und du die so ein bisschen in Schutz genommen hast, hast du gesagt, guck mal, ich bin real, ich bin ein Ehrenmann, weil für mich ist egal, ob ich Streit mit jemandem habe, Hack ist Hack. Stimmt nicht. Kompletter Bullshit. Für dich ist nicht Hack Hack, denn sonst hättest du von Anfang an die beiden Jungs verteidigt. Von Anfang an. Hast du nicht sogar versucht, die dazu zu bringen, gegen ihren großen Bruder zu schießen? Hast die ganze Zeit Videos gemacht, wo du gesagt hast, warum kritisiert ihr den jetzt nicht? Das hilft uns nicht, Chef. Okay, und was ist jetzt? Dein Bruder hat doch eine viel, viel größere Reichweite als ich. Und genau deswegen erwarte ich gerade jetzt hier von dir ein Statement zu deinem Bruder. Jetzt musst du deinem Bruder doppelt geben. Und hinterher hast du genau... Aber das Ding ist, bei Mois darf man echt nicht vergessen, er ist unzurechnungsfähig. Ne, er ist halt ernstkrank. Ernst. Deswegen muss man die Sache ein bisschen anders betrachten, ne?
genau das auch selber kritisiert. Das Letzte, was jetzt noch die Brüder von Mois gebrauchen können, sind irgendwelche Nachrichten, die die Jungs fertig machen, nur weil die versuchen, irgendwie die Familie zu verteidigen. Jeder von uns würde das Gleiche tun. Dir geht's einfach nur darum, wen du magst und wen du nicht magst. Das hat mit Realness nichts zu tun. Dir geht's um die maximalen Klicks. Dir geht's um Geld. Glaubt ihr das nicht? Okay, dann möchte ich euch eine Sache erzählen. Eine Sache, die man noch nicht in der Öffentlichkeit aktuell weiß. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, dann möchte ich euch eine Sache erzählen. Eine Sache, die man noch nicht in der Öffentlichkeit aktuell weiß. Ihr wisst, wir hatten ein Produkt, Suchti. Ich war ja auch Team Suchti. Und ABK war auch Team Suchti. Suchti war ja Jans Produkt. Und Jan ist vor Gericht. Und wir warten seit über 2 Jahren darauf, dass Gelder noch ausgezahlt werden. Die Sache ist nicht gut ausgegangen. Ganz Deutschland hat mitbekommen, dass diese Sache hässlich ausgegangen ist. Und was Jan erleiden musste in diesem Prozess. Und das dauert noch bis... Ey, was eigentlich mit seinem neuen Getränk? Läuft das überhaupt? Wird das irgendwie... Was geht da ab, Alter? Ich bekomme davon nichts mit, ne? Ich habe es auch noch nie gesehen oder so. Dieses Eistee. Heute an, das ist immer noch nicht geklärt. Stellt euch mal vor, dieses Getränk, wofür ABK die ganze Zeit wirbt. Empfehle ich euch meinen Partner Explore Sports. Das ist ein Produkt von genau den Leuten, die Jan das Geld immer noch nicht ausgezahlt haben. Digga, das ist hart, Bro. Das ist hart, Bro. Das ist hart, Bro. Das ist halt ernsthaft, ne? Du bist mit Jan befreundet, aber machst Werbung für Leute, die ihn abgezogen haben, Digga. Das ist schon eklig. Die Jan so viele Probleme gemacht haben. Das ist das Produkt von den Leuten. ABK macht Werbung, arbeitet mit Leuten zusammen, die seinen Freunden das Geld nicht zahlen. Macht ein Freund das? Krass. Ja, wie krass kannst du noch auf Leute scheißen für Geld? Boah, das ist wirklich krass, ja. Das ist wirklich krass. Ich kann ABK auch ein bisschen verstehen, ne? Er ist in einer scheiß Situation, er braucht immer Geld, er sucht das Geld, er wartet ja immer auf die Placements. Aber da mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die deinen Kumpel abgezogen haben, ist schon hart, Digga. Würde ich persönlich nicht machen, muss ich sagen. Ernst, würde ich nicht machen. Als dieser Move. Also vor allem, weil die auch noch vor Gericht und so sind, ne? Bei denen ist halt keine kleine Sache. Es geht, glaube ich, auch um Millionen, ne? Das ist eine richtig große Sache. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber ich habe Jan gefragt, ob das in Ordnung für den ist. Mir ist das egal, ob du ihn gefragt hast, ob das für ihn in Ordnung ist oder nicht. Man macht es nicht. Man fragt ja erst gar nicht. Normal, dass der sagt, ja, Bro, wenn du willst, mach. Soll er dir sagen... Also, ja, safe. Kann ich schon... Ja, kann ich auch verstehen, Digga, ne? Verstehe ich. Also ich muss sagen, ich wäre da echt offen und transparent, ne? Ich hätte direkt gesagt, Bro, ich würde es sehr uncool finden, wenn du das machst, ne? Aber, ja... verdienen kein Geld. Ein wahrer Freund, ein echter Freund, fragt es gar nicht. Wenn ich weiß, da ist ein Typ, der hat Leid zugefügt einem anderen Freund von mir und das dauert sogar noch an, das ist immer noch offen, die Sache, dann machst du doch nicht Geschäfte mit diesem. Oder, also ich fühle diesen Punkt 100%, muss ich sagen. 100% gönn ABK das Geld doch. Bro, es hat nichts mehr mit gönn ABK das Geld doch zu tun, Bro. Natürlich soll ABK Geld für seine Arbeit bekommen, die er macht, Digga, aber er soll doch nicht mit so ekligen Leuten zusammenarbeiten, die ein Kumpel von ihm wirklich um Millionen abgezogen haben, Digga. Das ist nicht der Vibe, Bro. Oder würdet ihr das cool finden, wenn euer Freund mit eurem Feind irgendwas Gemeinsames macht? Ist nicht so geil. Diesen Menschen. Aber dir war das Geld wichtiger. Wichtiger als Freundschaft auf jeden Fall. Also hast du das gemacht. Und wie du das gemacht hast, ist ja inzwischen, ich glaube, dein Hauptsponsor oder so. Während da ein Freund sitzt, der immer noch drauf wartet. Also er bewirbt das auch schon sehr krass. Man könnte echt denken, das ist sein Getränk. Das ist schon, hey... Dass er sein Geld bekommt. Das, was er sich verdient hat, nimmst du das Geld so von dieser Firma bis auf Bro-Basis mit denen. Guck mal, ganz ehrlich, sag mal, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht einen einzigen Prozent? Wollt ihr noch ein Beispiel? Dass es ihm irgendwie seltsamerweise immer um Geld geht. Nehmen wir das Beispiel mit Sammy. ABK sagt öffentlich Folgendes. Und da kam auch dann der Punkt, wo ich übertrieben enttäuscht war von Sammy. Jetzt schreibt ja, er mir also auch. Vor allem, ja, das stimmt halt, ne? Vor allem mit ABKs Reichweite, er hat viele Möglichkeiten, gut Geld zu verdienen. Also er wäre eigentlich nicht unbedingt darauf angewiesen, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Wäre das wirklich jemand, der keine Reichweite, kein Geld, nichts hat, Digga, ne? Dann würde ich sagen, ist auch ekelhaft, aber komm, nimm das Geld mit. Aber ein ABK könnte schon, wenn er wollen würde. Nur er will halt irgendwie nicht, Digga, ne? Ich schwöre, ABK könnte behindert gutes Geld verdienen. Ohne Spaß. Er könnte locker seine 10 Racks im Monat verdienen. Wenn nicht sogar 20. Auf locker, ne?
auch und versucht auch noch den Kontakt aufrechtzuerhalten. Dann hat ein Sammy vielleicht gesagt, ja Bruder, sag doch, wenn was ist. Bruder, ich muss dir nichts sagen. Du siehst doch, dass ich verkackt habe. Wenn ich dir das auch noch sagen muss, ja Bro, dann kann ich es auch meiner Katze sagen. Ich bin jetzt keiner, der jemandem zur Last fallen will. Aber wenn meine Ressourcen ausgeschöpft sind, was soll ich dann machen? Außer beten und hoffen, dass jemand kommt, der nicht vergisst, was du für ihn getan hast. Den Kollegen unterstützt du, Social Media soll bei ihm laufen, er lässt dich fallen, kein Problem. Ist Z-Max der neue Sammy? Ja, nur halt ohne Hintergedanken. Also erstmal Punkt 1. Hast du mir nicht vorgeworfen, dass man private Sachen nicht in die Öffentlichkeit treibt? Und der Punkt an der ganzen Geschichte ist, ihr habt ja keinen Streit. Er ist ja immer noch nett und loyal zu dir. Er hat dir ja nicht geschadet. Hat er dich beleidigt? Hat er deine Mutter beleidigt? Hat er irgendwie Geld von dir gerippt oder so? Hat er dein Leben zerstört? Nein, oder? Du hast es doch bei mir kritisiert. Aber du selber machst das Thema öffentlich, schadest einem Freund von dir, einem Bruder von dir öffentlich. Für was? Ja, für Geld. Du zeigst, dass Sammy dir sagt, dass er dich liebt, dass er deine Stimme hören möchte. Du hast da jemanden, du zeigst... Ich will nur deine Stimme hören, ja. Dass da jemand ist, dem du wichtig bist, der dir Liebe geben möchte. Und du verhöhnst das Ganze und sagst, ja, aber der hätte mir Geld geben müssen. Hat der nicht gemacht. Das ist also das, was für dich zählt, Geld. Du hast ihn nicht mal nach Geld gefragt. Du hast erwartet, dass er das riecht, dass du Geld brauchst und dir Geld gibt. Und weil er das nicht getan hat, obwohl er versucht, dich zu supporten, Texte für dich schreibt, auf deine Videos reagiert, immer Liebe da lässt, dir privat schreibt, dass er dich liebt, dass er deine Stimme hören möchte, die seine Freundschaft versucht aufzuzwingen, diesen Menschen frontest du in der Öffentlichkeit. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrfach. Lässt deine Freunde ihn beleidigen wegen Geld, weil er dir nicht Geld angeboten hat, er hätte es riechen sollen. Und das ist dein Grund. Sag mal, was ist einfacher? Es ist einfacher zu riechen, ob jemand Geld... Naja, ABK, nein, ich verstehe schon. Also, guck mal, ABK macht doch jedes Mal Videos, wo er über seine Geldprobleme redet und er hätte halt erwartet, dass Sammy ihm irgendwie auch direkt Geld schickt, ohne ihn darauf zu schreiben, ey, soll ich dir helfen oder so. So. Braucht. Oder es ist einfacher zu wissen, dass man nicht Geschäfte mit Leuten macht, die deinen engen Freunden noch Geld schulden. Was ist einfacher? Wer verhält sich unkorrekter? Der nicht checkt, dass sein Bruder vielleicht Geldprobleme hat? Oder der Geschäfte macht mit Leuten... Die ja, was heißt nicht check, Digga? Die ganze Welt weiß das, Digga. Kann sein, meine Eltern wissen, dass ABK Geldprobleme hat. Aber seinem Bruder Geld schulden und sein Bruder deswegen auch Geldprobleme hat. Du schmeißt einen Freund weg wegen Geld. Jeder Mensch wünscht sich, solche Freunde zu haben. Trotzdem frontest du mich und sagst in der Öffentlichkeit, was der gemacht hat, das geht gar nicht und sowas macht man nicht. Aber was hast du denn gemacht? Aber wir können ewig so weitermachen. Eine andere Sache. Du hast ja kommentiert, dass du wegen... Gerichtsverfahren, die eventuell auf dich zukommen könnten, dass du nichts zu Palästina postest. Das zeigt doch auch, wie du tickst. Mit jedem YouTuber gehst du in Beef rein. Riskierst Gerichtsverfahren, riskierst Strafverfahren, riskierst Klagen, beleidigst von A bis Z. Aber das Risiko bist du nicht eingegangen. Weil andere Leute mit denen zu streiten, das führt zu noch mehr Videos, noch mehr Klicks, noch mehr Geld. Tote Kinder in Gaza führen zu schlechtem CPM, zu weniger Geld. Also ich glaube, deine Prioritäten sind an dieser Stelle schon glasklar. Denn sonst hättest du gesagt, ich scheiß auf meinen CPM, ich mache trotzdem diese Videos, auch wenn ich die Gerichtskosten zahlen muss. Wie viel Geld habe ich schon für sinnlose Gerichtskosten bezahlt? An den. Noch ein Verfahren kann ich auch in Kauf nehmen. Normalerweise. Aber nein, du sagst ja immer, du hast kein Geld, Familie, Zuhause, dies, das und pipapo. Und das Paradoxe an der ganzen Geschichte, du bittest ja deine Zuschauer um Geld. Ist ja okay, mach, alles gut. Du bittest sie um Geld, aber frontest dann andere, die das tun. Und das ist wieder, guck mal, ich zeig einfach die Liste an deiner Doppelmoral, die hört einfach nicht auf. Du kritisierst Malik dafür, dass er gesagt hat, dass seine Zuschauer ihm Geld spenden können. Du kritisierst es und sagst Folgendes. Hat sein Bruder Kips Malik auf einmal auch angefangen, nach Spenden zu betteln im Internet? Wobei ich mir denke, okay, ich bin selber einer, der nach Spenden fragt, aber in meinem Fall ist es vollkommen gerechtfertigt. Aber was hast du bitte für einen Mehrwert? Bei ihm ist ungerechtfertigt, bei dir ist ja was anderes, bei dir ist ja gerechtfertigt. Wer entscheidet es? Du entscheidest es? Okay, also Malik, ein YouTuber, der aktuell mit YouTube kein Geld verdient, was seine einzige Einnahmequelle wäre für ihn, damit er sich und seine Familie ernähren kann. Bei dem ist es ungerechtfertigt, dass er sagt, ey, meine Community, ich habe gerade eine schwere Phase, ihr könnt mir helfen, wenn ihr wollt. Aber bei dir ist gerechtfertigt. Du machst ja nur ein paar hunderttausend Klicks mit jedem Video und du hast ja in jedem zweiten Video hast du ein Placement drin. Bei deinen paar hunderttausend Klicks kriegst du pro Placement zwischen 5.000 und 10.000 Euro locker. Lass es 4.000, 5.000 sein. 20, 30 Placements im Jahr, locker, du hast 100.000 Euro. Plus YouTube-Money, plus Twitch, plus Stream. Du machst mindestens 100.000, vielleicht 150.000. Lass es 70.000. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ABK so viel Geld macht, ja. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ABK so viel Geld macht, wie Maestro gerade spekuliert. Ich glaube schon, dass sein YouTube sehr eingeschränkt ist, was Geld
Geld angeht, ne? Und ich weiß auch nicht, wie viel er so bei Deals sich raushandelt, Alter. Das würde ich auch gerne mal wissen, ja. Ich weiß nicht, ob er über 10.000 bekommt, aber es wäre eigentlich alles so machbar, ne? Es wäre so viel möglich bei ihm. Er könnte sich wirklich dumm und dämlich verdienen, ohne irgendwie seine Zuschauer die ganze Zeit nach Geld zu fragen. K sein. Du bist weit entfernt von Armut. Du bist weit entfernt von schlecht verdienen. Ja, er könnte auf jeden Fall easy das Geld verdienen, safe. Familien kommen mit weniger klar, als was du monatlich zur Verfügung hast. Und wenn du irgendwelche Verfahren hast, weil du Steuern nicht gezahlt hast, dann ist es deine eigene Schuld. Weil andere Menschen zahlen ihre Steuern auch. Jeder, der normal arbeiten geht, zahlt seine Steuern. Du kannst nicht immer alles damit begründen, dass du damals mehr Geld in deine Tasche gesteckt hast und dass du das heute nachzahlen musst. Deswegen. Ja, das stimmt. Das ist halt wirklich Eigenverschulden. Ne? Deswegen sollte man auch sein Geld immer beiseite legen, damit man am Ende des Tages was für die Steuern hat. Vor allem als Selbstständiger musst du das auch wissen. Das ist sehr wichtig. Schwere Zeiten hast. Wie kommst du drauf, dass bei dir um Spendenfragen gerechtfertigt ist, bei dem, der sowieso Batzen macht und bei jemandem, der keine Batzen macht, der darauf angewiesen ist, zu sagen, ungerechtfertigt. Das zeigt schon mal wieder, was für eine verzerrte Wahrnehmung du einfach hast. Und es ist wirklich traurig, dass du von selber nicht drauf kommst. Der eine will seine Familie ernähren und der andere zahlt Gerichtsverfahren gegen YouTuber, weil er ihre Mutter beleidigt hat. Bezahlt Reisen nach Japan. Und dann stellst du dich ins Internet und sagst, du bist real. Und beleidigst Leute, die versuchen, gute Vorbilder zu sein. Guck mal, ich bin nicht perfekt, ich habe 1000 Fehler. Aber ich versuche es, ich bemühe mich, im Internet eine schöne Seite zu zeigen. Ich bemühe mich, ein gutes Vorbild zu sein. Ich bemühe mich auch in meinem Alltag, ein gutes Vorbild zu sein. Jeder hat mal schlechte Laune, jeder hat einen schlechten Tag, jeder hat seine Fehler und Macken. Ich bemühe mich, und das kritisierst du, ich mache auf Möchtegern, Ehremann oder sonst was. Womit? Weil ich versuche, mich vorbildlich zu verhalten. Dadurch erwecke ich das Bild bei dir. Du versuchst einfach nur, dein eigenes schlechtes Gewissen runterzureden, indem du sagst, na, der Maestro ist ein Heuchler. Weil wenn der kein Heuchler wäre, wenn das ja real und echt wäre, dass er sich wirklich bemüht, dann hast du Angst, einfach selber doof dazustehen. Aber weißt du was? Alhamdulillah, ich bin nicht so wie du. Aber nicht nur du. Heikel, genau das Gleiche. Er beleidigt Mo Moody von oben bis unten. Er ist ein Hund. Er ist der größte Kelb. Er ist der größte Hund, den es überhaupt gibt. Warum? Warum macht man das? Warum möchte man unbedingt provozieren, um am Ende des Tages Videos machen zu können, um anderen Leuten zu schaden? Kann man nicht normal sein Geld verdienen? Kann man nicht positiven Content machen? Gibt es nicht genug Möglichkeiten? Ich check's nicht. Er beleidigt ihn ohne Grund, weil er ihn nicht mag. Und was machst du, ABK? Du springst auf den Zug noch mit drauf, streamst dann, sagst solche Sachen. Momodi, damit mit Maske, wo ich meinen Sub gerne reinstecken würde, ne? Versuchst ihn so darzustellen, als ob Momodi voll der klickgeile Typ wäre. Hier, ich zeig's euch. Plötzlich packen alle jetzt über die Thematik aus, als hätten die förmlich darauf gewartet. Obwohl Momodi sich bei all diesen Themen zurückgehalten hat, gewartet hat, bis er seine Videos rausgebracht hat, damit er nichts Falsches sagt. Obwohl er Streit mit Abu und Malik hatte, in jedem zweiten Video fast, oder ich glaube sogar fast in allen Videos, die Jungs verteidigt hat. Obwohl er Streit mit denen hatte, hat er die verteidigt. Also, um es für dich zu erklären, das, was du nicht getan hast. Du hast Streit mit denen gehabt und hast draufgetreten. Mo, obwohl er Streit mit denen hatte, hat er die verteidigt. Und du stellst den jetzt gerade da, als ob der so klick- und geldgeil gewesen ist. Obwohl du derjenige bist, der für Geld offensichtlich alles tut. Redet seine Freunde schlecht, weil sie ihm kein Geld leihen. Andere Freunde, die Probleme haben mit irgendwelchen Businessleuten da, denen fällst du in den Rücken und machst Business mit denen. Andere Leute wie mich, ohne Grund frontest du und machst denen einfach das Leben zur Hölle im Internet. Chalas, ich verstehe, Geld ist sehr wichtig für dich. Aber das passt wieder perfekt zu deinem Verhalten im Internet. Immer andere Leute mit dem fronten, was du eigentlich selber hast. Und dann gehst du mit deinem Heikel live, redest über das Video von Momodi und an der Stelle, wo es heißt, dass Heikel sich abwertend über die Menschen in Gaza ausgedrückt hat, indem er gelacht hat, als über sterbende Menschen geredet worden ist, indem er lachend erzählt hat, geh doch dahin, fang dir auch eine Kugel in den Kopf ein von IDF-Soldaten, was an Respektlosigkeit... Ja, das geht nicht, das ist echt nicht cool, Digga, ehrlich. Man kann viele Witze haben, aber manche Sachen haben halt eine Grenze, Digga, das macht man echt nicht. Also wusste ich auch gar nicht, dass er das gesagt hat, ja. Das ist nicht cool. Ernstlich cool. Nicht zu überbieten ist. Stell dir vor, dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, die gerade um dir herum sind, verlierst du einfach. Du hast nichts. Er soll sich von einem IDF-Soldaten in den Kopf schießen lassen. Und das Einzige, was du zu all dem immer nur sagst, ist, die Leute verdrehen mir die Worte im Mund. Wie die immer Worte verdrehen, merkt ihr das? Wie immer meine Worte verdrehen, jetzt. Stimmt. Das wirklich, also was Heike da gesagt hat, ist echt nicht cool. Sagt man nicht, ja. Nicht aus Spaß. Ist ja nicht so, dass du einfach unsere gesamte Vergangenheit verdreht hast und gelogen hast, nur damit du diese paar Spenden im Twitch-Livestream noch abkassieren kannst. Stimmt. Und ich weiß,
dass ABK, dass deine Kinder-Community jetzt meine Kommentare fluten wird. Hate, Hass, DMs. Nee, ich glaube, sein Video ist sogar voll gut angekommen. Ne? Digga, 500 Dislikes, also 600 Dislikes und 29.000. Das ist schon crazy, Bro. Das ist schon crazy. Hätte ich auch mit mehr Hate gerechnet, ne? Aber das ist schon sehr, sehr, sehr krass, was er hier mit ABK angerichtet hat, würde ich mal sagen. Drohungen, ich weiß, kein Problem. Aber weißt du was? Ganz egal, was für ein Hate ich bekomme, Leute mit nur 1% Verstand werden nach diesem Video ganz genau wissen, was du für ein Typ bist. Wow! Wow, 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 wow. Sehr hartes Video von Maestro gegen ABK. Also macht euch immer Digga, wenn Maestro ein Video droppt, dann ist vorbei. Wenn Maestro ein Video über dich droppt, dann ist wirklich vorbei erstmal, ne? Ich bin sehr gespannt auf ABK, seine Antworten. Ne? Man muss sagen, Maestro hat viel Wahrheit gesprochen. Ne? Hatte in vielen Punkten recht. Ich finde, an einigen hat er nicht so recht gehabt. Ne? Vor allem, was dieses ganze Geld angeht und so. Ne? Also, dass ABK voll viel Geld verdient und so. Das glaube ich nicht. Und das mit den Leuten von John Brooke, mit denen er Kriegsprobleme hat, dass er mit denen zusammenarbeitet und so. Finde ich persönlich jetzt auch nicht cool, ne, würde ich nicht machen, aber ich weiß jetzt nicht, was John dazu gesagt hat. Jetzt, der hat bestimmt auch auf das Video reagiert. Müsste man sich auch mal angucken. Ja, ist auf jeden Fall verrückt, was hier abgeht. Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare, meine lieben Freunde. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.